In Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, Christus spricht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ein schönes Bild. Gott, Christus, steht vor der Tür. Aber was bedeutet es? Nun zum Ersten, wer vor einer Tür stehen bleibt und anklopft, ergreift selbst die Initiative und gibt zu erkennen, dass er gerne eingelassen werden möchte. Das heißt, Gott signalisiert von sich aus Interesse an einer Begegnung mit dir, mit uns. Er möchte dich kennenlernen, mit dir zusammenleben. Ein zweiter Gedanke. Wer an einer Tür stehen bleibt und erst einmal klopft, respektiert den Lebensraum, tritt nicht einfach so ein, ohne aufgefordert zu sein. Das heißt, Gott kommt nicht gegen unseren Willen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben, aber nur, wenn wir das auch möchten. Ein dritter Gedanke. Wer vor einer Tür stehen bleibt und anklopft, muss unter Umständen lange warten, bis sich irgendetwas tut. Und Gott ist bereit zu warten. Er macht sich auf den Weg und er will uns nicht überfordern. Er möchte nicht einfach sozusagen uns überwältigen. Er kommt in der Rolle eines Bittstellers, der eintreten möchte, aber geduldig wartet, bis er auch von dir und mir eingelassen wird. Ein vierter Gedanke. Wer vor einer Tür stehen bleibt und anklopft, nimmt auch die Möglichkeit in Kauf, ausgeschlossen zu bleiben, also keinen Zutritt zu bekommen, abgewiesen zu werden und vielleicht sogar für immer. Und so kommt Gott. Er verschafft sich nicht mit Gewalt Zutritt, sondern nimmt es hin und erträgt es, vielleicht auch ausgeschlossen zu bleiben. Dass Gott uns nicht besiegen, sondern dass er uns gewinnen will, das sagt mehr über das Wesen Gottes aus, als wir vielleicht auf den ersten Blick erkennen. Es lässt einen Blick in das Herz Gottes uns tun. Er steht vor der Tür, klopft an und wartet, dass wir ihm auftun. Gottes Herz schlägt und ich denke, es freut sich umso mehr, wenn wir die Chance ergreifen, ihn in unser Leben einzulassen. Vielleicht hilft uns diese Adventszeit, ja, uns das einmal bewusst zu machen. Gott klopft an und freut sich, mit dir zusammen zu leben.